Moin, hier ist Heini, jetzt kommen wir zu einem Video. Und zwar, das ist nur ein ganz kleines Video. Und zwar möchte ich nur ein, zwei Sachen sagen. Und zwar, ich war ja so lange krank, ne? Und was klappert da? Hier bringt irgendwas zusammen. Egal. Ich wollte irgendwas sagen. Und zwar, ich war ja lange krank und ich habe ja so große Projekte jetzt draußen, ne? Wie unseren Pool, wie Carport, die Barbecue-Ecke. Da kam ich so nicht zu, weil ich leider krank war, ne? Und jetzt werde ich mich diese Projekte ein bisschen mehr widmen. Das heißt, es kommen noch Videos, aber ich werde so kleine Videos jetzt machen. Ich muss auch unbedingt meinen Drechselbankschrank da machen. Ich muss hier vorne mal meinen Schrank für die Katze noch bauen und so alles. Und so ein paar Videos mit Tipps und Tricks habe ich noch ein, zwei auf Lager, was ich unbedingt zeigen möchte. Und das wird demnächst jetzt kommen. Also wie gesagt, wenn ihr denkt, Mensch, wo kommt denn Pool Teil 2 oder Carport so lange her? Ich weiß, aber diese scheiß Krankheit konnte man sich nicht aussuchen leider. Ne? Und von daher... Jetzt geht es mir wieder gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, wie es ist. Ne? Ich habe auch schon abgenommen, 10 Kilo. Ne? Ja, ich schlanke Grete, du. Aber dann geht das jetzt weiter. Ich hoffe, jetzt läuft das alles rund und dass ich die großen Projekte draußen endlich noch... Das muss dieses Jahr alles noch fertig. Ne? Also ich weiß gar nicht, ich teile mich auf in zwei Hälfte. Oder ich frage Schwiegermutter mal, ob die mir hilft. Manuela? So, meine Brille ist wieder frotsch. Ich sehe das nämlich, ne? So, das wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Das war mir nämlich ganz wichtig, dass ihr das erfahrt. Warum kommt er jetzt nicht oder so? Ne? Also, ich war leider krank. Jetzt wisst ihr, die meisten wussten das ja sowieso schon. Ne? So, dann folgendes. Und zwar, wir gehen mal kurz rüber. Da muss ich noch Karton wegräumen. Der ist im Weg, aber das mache ich schnell. Und zwar folgendes. Ich bin ja auch aktiv auf Instagram unterwegs und da habe ich auch schon über 2000 Hau-mich-tot-Follower oder so. Und da habe ich auch einen ganz netten Kerl. Wir verstehen uns echt super, das ist der Ray, Ray Projects, der hat auch so einen kleinen YouTube-Kanal seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen jetzt, ne? Und jetzt auf Instagram hat er auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten oder Follower, wie sie das heißt, ne? Auf jeden Fall, der nette junge Mann hat mir diese Werkbank hier als Zeichnung, hat er nachgebaut und zur Verfügung gestellt für mein Forum, also für unser Forum da, heimwerkertreff.de. Und, Ray, vielen, vielen Dank. Das hat er so geil gemacht. Und das stellen wir kostenlos zur Verfügung. Ich habe ein paar E-Mail-Anfragen gekriegt oder Kommentare waren auch ein paar Anfragen. Wann kommt das denn? Entweder heute Abend kommt das noch im Forum, also ist schon drin. Ich muss nur den Link reinpacken oder morgen dann eben. Ne? Und hier, wie wir das gemacht haben. Ne? Und also, Ray, vom Herzen, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Ich hätte 7000 Jahre für gebraucht. Er hat das ja, natürlich auch seine Zeit, weiß seine Zeit, das geht wahrscheinlich leicht von der Hand, aber so eine Werkbank mit Zeichnungen zu machen, das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern da brauchst du auch schon ein paar Stunden für, ne? Und Ray, Freunde, vielen Dank, also das finde ich so geil. Kannst du noch andere Sachen machen? Nee, aber super, das freut mich so sehr. Und ich hätte es nie so hingekriegt. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr eventuell als Dankeschön oder... Also der macht geile Sachen, der Ray. Also die paar Videos, die er hat, ist schon echt super. Verlinke ich euch da unten und da oben in der Ecke. Ich hoffe, das vergesse ich jetzt nicht. Seinen YouTube-Kanal, wenn ihr das mal abonnieren würdet, mal vorbeigucken würde. Also wirklich ganz sympathischer, netter junger Mann. Und sein, wer auf Instagram ist, kann ihn natürlich auch gerne folgen. Ich verlinke euch die ganzen Links unten in der Beschreibung. Als Dankeschön, also... Ich bin echt hin. Wenn ich eine Frau wäre, wärst du mein Typ, mein Freund. Du, der kannst du mal laufen. Ne? Vielen Dank, Ray. Also, das hat mich so gefreut. Ne? So, und dann, wie gesagt, da kommt eine Drechselbank jetzt noch hin. Da wird ein 2-Meter-Schrank noch gebaut. Schmal, ne? Auch mit Schubladen, aber auch mit Türen, wo Holzreste rein können. Das wird alles hier umgemuddelt. Ach, ich habe so viel. So alt werde ich gar nicht, glaube ich, was ich alles noch zu tun habe. Ne? Mann, ne. Also, meine Lieben, dann ist das. Und ich würde sagen. Schönen Restsonntag noch. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Und das Paket geht Montag raus, junge Dame. Ne? Ich habe ja auf Instagram was verschenkt. Ne? Das geht Montag raus, du. Ne? Also, bis dann. Tschüss. Und Ring, vielen Dank nochmal.